eure Trainingseinheit. Kurz und knackig, fangen an mit einem Warm-up, redet euch auf und ganz in Ruhe Kopf kreisen, so wie ihr möchtet. Gerne auf die andere Richtung. Nach dem Kopf kommen die Schultern als Erwärmung. Nach der Schulter die Brustwirbelsäule beugen und strecken. Zack auf Seite vor. Alles aktiv und schnell. Danach großes Körperkreisen. Oberkörper geht nach vorne und gleichzeitig verschiebt sich die Hüfte. Und auch die andere Richtung. Kommen zum Hüftgelenk an sich. Einfach hier links, rechts im Wechsel. Bein nach außen kreisen. Alles warm machen, was wir gleich brauchen. Eine stabile Schrittstellung. Das Kniegelenk kreisen. Und auf die andere Seite. Und zu guter Letzt das Sprunggelenk. Auch dieses ein paar Runden die eine Richtung, ein paar Runden die andere Richtung kreisen. Perfekt, ganze Körper etwas erwärmt. In der aktiven Pausenzeit machen wir 10 Sekunden Tappings, schnelle flache Schritte an Ort und Stelle. Und die Hauptübung findet ohne Matte statt. Ihr braucht nur euer Körpergewicht, viel Motivation. Und dann starten wir mit den Tappings für 10 Sekunden. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Erste Übung, Einbeinstand, Hände nach oben und dann diagonal zusammenführen. Noch 15 Sekunden hier. Gerne auch das Tempo steigern. Noch 5. Und noch 20 Sekunden, eine Seite. Und dann gerne schneller werden. Noch 5, 3, 2, 1, aktive Pause. Nächste Übung, schnelle Kniebeuge. Oberkörper bleibt aufrecht. Du entscheidest, wie tief du gehst. Noch 5 Sekunden. 3, 2, 1. Aktive Pause, Tappings. Noch 3, 2, eine nächste Übung, tiefe Kniebeuge halten, Oberkörper aufrecht boxen. Schneller hin und nach vorne, Schultern locker unten. Geruch noch ein Tick tiefer. Noch 5 Sekunden. Perfekt, eine aktive Pause, die Tappings. Schnelle, flache Füße. Nächste Übung, Liegestützposition, Bergsteigerbeine, abwechselnd dein Knie nach vorne ziehen. Und wenn du mehr möchtest, gerne auf das Tempo erhöhen. Komm ins Springen rein. Halte durch. Aktive Bauchspannung, noch 5, 4, 3, 2, 1. Nach oben, aktive Pause. Fünf, vier, drei, zwei. Liegestützposition. Abwechselnd, einen Fuß abheben. Gerne auch schneller, wenn du möchtest. Noch fünf, vier, drei, zwei.
ein, nach oben, aktive Pause in den Teppich. Fünf, vier, drei, zwei, ein, aus für Schritte links und rechts wechseln nach hinten. Fuß und Knie zeigt geradeaus, Oberkörper aufrecht. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und aktive Pause, Tappings, hartes Tempo, gut atmen, perfekt, die nächste Übung unten, nimm einen Fuß vor zur gleichen Hand und dann springe dynamisch Hand zu Hand hin und her. Alternativ kannst du auch Schritte machen. Dann die letzten 5, 4, 3, 2, 1. In die aktive Pause rein. Halte durch noch ein paar Übungen. Perfekt. Hier in der tiefen Kniebeuge, diagonal. Mit Oberkörper verdrehen, nochmal boxen. Bleib stets unten tief. Yes. Bleibe schnell. Nimm den Oberkörper mit. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Aktive Pause. In der tiefen Kniebeuge, Oberkörper aufrecht, an Ort und Stelle gehen. Du kannst es weiter oben machen oder noch sehr viel Power hast, dann ganz tief unten. Fünf, vier, drei, zwei, ein, aktive Pause. 5 Sekunden noch Tappings. Nächste Übung. In der Liegestützposition. Füße im Gliedstand. Abwechseln. Die Schulter berühren. Aktive Bauchspannung. Tempo bestimmst du für dich. Jetzt sind 5, 4, 3, 2, 1. Nach oben, aktive Pause, die vorletzte. Nächste Übung. Halbe Würfel, springst hinter, zieh die Hände ran, nach oben. Bein nach hinten springen. Bauchspannung halten. Letzter Sprung. Oben aufrecht bleiben. Hier die Tappings. Und die letzte Übung. Kombinieren die Kniebeuge. Mit tief gehen und boxen nach vorne. Nochmal hier schön Gas geben. Super. Letzte. 5, 4, 3, 2, 1. 10 Sekunden. Deine letzte. 5. 4, 3, 2, 1. Gut durchgehalten.
esse gesund, trink viel Wasser und gib dir noch ein paar schöne Dehnungsübungen. Euer Move-Team.